Das ist der absolute Hammer, Leute. Es ist so lecker. Ihr müsst das probieren. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Raw Future TV. Heute möchte ich Kürbis-Spaghetti mit einer veganen Käsesoße zubereiten. Ich habe das Rezept letztens mit meiner Freundin gemacht und es war total lecker. Und deswegen will ich euch das nicht vorenthalten. Ich habe mir gedacht, hierfür nehmen wir einen Butternut-Kürbis. Man kann aber auch einen anderen Kürbis nehmen, zum Beispiel Spaghetti-Kürbis, der heißt schon so. Zur Not geht es mit Hokkaido, aber ich denke, der ist ja besser geeignet, ein Butternut-Kürbis. Ihr könnt natürlich auch statt Kürbis Zucchini nehmen oder was anderes. Ich denke, die meisten werden das Video schauen, um zu sehen, wie man denn so eine vegane Käsesoße zaubert. Und da habe ich mir überlegt, wir nehmen, wie ihr das von mir kennt, Hanfsamen, geschälte Hanfsamen, und zwar 3 Esslöffel davon. Sehr gesund, sehr reichhaltig an Omega-3-Fettsäuren. Und zwar ist das Omega-3 zu Omega-6-Fettsäurenverhältnis perfekt für uns Menschen, sehr wichtig für eine gesunde Ernährung. Und sie enthalten alle Aminosäuren, sind also ein super Eiweißlieferant, Hanfsamen, gerade um Muskeln aufzubauen. 2 Esslöffel Pinienkerne, die geben so diese gewisse Umami-Käsenote dem Ganzen. Dann haben wir hier 2 Esslöffel Bierhefeflocken. Und ihr könnt also auch normale Hefeflocken nehmen oder ich habe letztens auch Reishefeflocken gesehen. Also da könnt ihr mal schauen, das ist mit der Rohkostqualität immer so eine Sache, müsst ihr nachfragen, wenn ihr jetzt 100% rohköstlich lebt. Aber ich habe hier jetzt einfach mal 2 Esslöffel Bierhefeflocken. Dann 1 Teelöffel Senf. Da würde ich euch einen nicht zu scharfen empfehlen, einen milden. Dann haben wir ein kleines Stück Kurkuma, also das ist so daumengroß, sage ich immer, ne? Das ist frischer Kurkuma, das heißt, er hat alle ätherischen Öle und sekundären Pflanzenstoffe und andere Inhaltsstoffe, die teilweise beim Trocknungsvorgang verloren gehen. Deswegen nehme ich immer, wenn ich mit Kurkuma was mache und ich esse viel und oft Kurkuma, das ist sehr gesund fürs Gehirn, sehr regenerativ wirkt, das mache ich immer mit frischem Kurkuma. Schmeckt auch viel besser. Also das nur als Tipp am Rande. Dann eine Knoblauchzehe, das ist jetzt hier so eine riesige Knoblauchzehe gewesen, deswegen habe ich die halbiert, aber das entspricht ungefähr einer normalen Knoblauchzehe. Da könnt ihr natürlich auch ein bisschen mit rumexperimentieren. Eine halbe Saft einer halben Zitrone, die presse ich gleich aus. Hier ist ein ganz kleines bisschen Muskat von einer Muskatnuss abgeschält. Nicht zu viel Muskatnuss essen, Leute, sonst geht ihr auf Reisen. Ne, also nur ein Hauch Muskat. Ein bisschen Pfeffer liegt hier und ein bisschen Salz tue ich noch dazu. Dazu 100 Milliliter gereinigtes Wasser. Wenn ihr Zutaten sucht, wie zum Beispiel die geschälten Hanfsamen, die findet ihr auf meiner Seite. Da könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Und auch den Mixer empfehle ich euch, einen Hochleistungsmixer. Wer keine Bierhefeflocken bzw. Hefeflocken verwenden möchte, habe ich ganz vergessen zu sagen, der kann auch Sojasauce nehmen. Da empfehle ich euch auch eine rohköstliche Sojasauce. Findet ihr bei mir auf der Seite. Okay, fangen wir an. Hier ist also Wasser drin. Ich tue hier die Kerne direkt mal dazu. Bierhefeflocken. Senf. Kurkuma. Kurkuma mit Pfeffer ist übrigens auch super. Pfeffer wirkt verstärkend. Die Effekte des Kurkumas werden verstärkt. Hier direkt mal den schwarzen Pfeffer rein. Hier die Knoblauchzehe kann man noch mal ein bisschen zerschneiden. Und die Zitrone. Muskat
und ein bisschen Salz. Ich empfehle euch da eine Salzsohle herzustellen aus Kristallsalzbrocken. Das ist die naturbelassenste Variante. Wenn man nicht auf Salz verzichten möchte, was man meiner Meinung nach auch nicht muss. Wie man diese Salzsohle herstellt, zeige ich euch in einem anderen Video. Und dann haben wir alles schon drin. Dann können wir jetzt hier bei unserem Mixer das Ganze zu einer feinen, gleichmäßigen Masse pürieren. So, das reicht eigentlich schon. Ich sehe, es ist doch ein bisschen viel Wasser. Die ist jetzt sehr flüssig, die Soße. Nehmt vielleicht 80 oder sogar nur 75 Milliliter Wasser. Das reicht. Muss ja mal probieren. Die ist köstlich. Super. Also wie gesagt, ist ein bisschen flüssig. Ich halte es nochmal hier rein in die Kamera. Ja, so sieht das Ganze aus. Ein bisschen flüssig. Also nehmt, ich habe es jetzt auch nicht so oft gemacht, das Rezept. Ich kann ja nicht jedes Rezept, was ich hier mache, 100 Mal proben. Würde ich mir schon Mühe geben. Also meine Lieblingsrezepte kriegt ihr hier alles. Ich verheimliche euch nichts. Aber an der Stelle würde ich sagen, nehmt nicht 100 Milliliter, sondern 75 Milliliter. Okay, die Soße ist fertig. Jetzt wollen wir noch den Kürbis bearbeiten. Und da empfehle ich euch auch natürlich einen Bio-Kürbis zu nehmen. Wenn nicht, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall die Schale abzumachen. Das ist zwar jetzt hier ein Bio-Kürbis, aber ich mache es trotzdem mal. Der sieht auch nicht mehr so schön aus außen. Das heißt, ihr nehmt einfach so einen Sparschäler, ne, ganz simpel. Und dann könnt ihr hier ganz bequem erstmal die Schale abmachen. So. Ja. Ich glaube, das reicht auch schon. Für eine Person jetzt. Schaut mal, wie der aussieht. Gigantisch, oder? So, dann nehme ich jetzt hier diese Hälfte. Noch ein bisschen abmachen hier. Haut. Ja, das sollte reichen. Ein Stück so probieren. Super, super. Lecker. Mmh. Das könnt ihr mal schauen. Es gibt ja so Spiralschneider. Ich habe einen zufälligerweise hier. Das ist dieser Gefu-Spiralschneider. Der passt jetzt aber nicht ganz rein. Das hat mich auch gewundert, obwohl. Ja. Also es mag, je nachdem wie groß euer Kürbis ist, mag das mit so einem Spiralschneider funktionieren. Aber hier muss ich doch an der Stelle ganz klar passen. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn das ein bisschen dicker ist. Also so wirklich so etwas breitere Spaghettis draus entstehen. Und deswegen einfach mit dem Sparschäler hier ein paar Fäden ziehen, sage ich mal. So. Den Rest mache ich später. Interessant ist erstmal, wie kann das aussehen. Das sind also jetzt hier unsere Kürbis-Spaghettis ja ganz schnell gemacht. Aus einem Butternut-Kürbis und einem Sparschäler. Das ist jetzt vielleicht eine Sache von 2 Minuten gewesen, diese Menge. Noch nicht mal 1,5 Minuten. Und jetzt können wir hier einfach die Soße drüber geben. Ja. So. Und dann vielleicht noch ein bisschen mit Kräutern garnieren. Ich empfehle euch hier, geschmacklich passt sehr gut, Thymian dazu. Ich habe jetzt hier nur getrockneten Thymian, aber der passt eigentlich geschmacklich recht gut dazu. Und fertig ist unser Gericht. Ja. So sieht das Ganze aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich will es jetzt gar nicht anrühren, weil ich noch ein Bild machen will. Ja, sage ich euch ganz ehrlich, sieht doch so schön aus.
ne, bevor hier alles gleich in einem Schlachtfeld versinkt, wenn ich sauber mache. Da mache ich jetzt noch ein Bild von und dieses Bild verwende ich natürlich als Thumbnail für dieses Video. Und ich bin auch ganz stolz, euch präsentieren zu können. Mein Buch ist fertig. Ich habe hier ganz viele Rezepte drin, Tipps und Tricks rund um die vegane Rohkost, wie man eine Küche baut, ein bisschen über Wildkräuter und natürlich auch viele Rezepte. Hier zum Beispiel Sauerampfer-Eis, Marlons Calciumbomben. Da seht ihr immer ein Bild dazu, die Zutatenliste, wie viel Kalorien und Nährstoffe drin sind und die Beschreibung. Also das gibt es bei mir auf meiner Webseite ebenfalls zu kaufen. Ganz frisch, kürzlich erschienen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in Zukunft wiedersehen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls euch dieses Video gefallen hat. Hier gibt es viele Tipps, Tricks, Rezepte rund um die vegane Rohkost und das Leben im Einklang mit der Natur. Ich würde mich auch sehr über eine positive Bewertung des Videos freuen. Und ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald.